In diesem Video gehen wir der Frage nach, wie gut dämpft eigentlich ein Bohrer Xpo? Und dazu haben wir uns auch ein ganz tolles Gericht einfallen lassen. Und wie das aussieht und wie das zubereitet wird, erfahrt ihr in diesem Video. Und dabei, wie immer, viel Spaß! Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und zu einer guten Küche darf natürlich auch ein Dampfgarer gehören. Und wir schauen uns heute an, wie gut der Dampfbackofen Xpo von Bora dämpft. Dazu haben wir wieder den Carsten. Hallo. Haben wir eingeladen. Carsten ist gelernter Koch, ist aktuell Küchenchef in Bautzen im Grünschnabel. Und Carsten war einkaufen und verrät uns jetzt, was wir uns für ein Rezept ausgedacht haben, damit wir nicht einfach nur schnöde, sag ich mal, ein Gemüse oder ein Fisch dämpfen, sondern dass das Ganze natürlich auch einfach und am Ende ansehnlich zubereitet ist. Genau. Wir haben uns diesmal genauso wie wie den letzten Rezepten wieder an die Rezeptideen vom Bora Xpo gehalten und haben gesagt, wir dämpfen einen Brokkoli und verarbeiten den Brokkoli zu einem Brokkoli-Limettenpüree. Alles, wie gesagt, gedämpft. Und dazu das klingt schon mal hochinteressant. Ja, das ist auch vor allen Dingen interessanterweise ein sehr einfaches Gericht, relativ schnell zuzubereiten. Mit Wow-Effekt. Mit Wow-Effekt. Und dazu einen Winterkabeljau, in dem Fall einen ein Skrei-Filet, im Speziellen ein Skrei-Loin, also das dicke Rückenstück vom Skrei, der auch gedämpft wird. Bisschen mit einer Finesse. Wir werden den Skrei mit der Haut dämpfen. Und was ist das? Ganz genau, und das ist die Finesse. Auf die Haut setzen wir eine angerührte Miso-Paste, bestehend aus Miso, dunklem bzw. etwas hellem Miso, Mirin, Reisessig und etwas Sake. Das haben wir verrührt, haben wir im Vorfeld schon mal gemacht. Das ist eine Würzsoße, ähnlich so wie eine Sojasoße. Nicht ganz so kräftig, nicht so salzig. Und diese Sojasoße, diesen Dip, setzen wir während des Dämpfens auf den sonst soweit naturbelassenen Kabeljau bzw. Winterkabeljau-Skrei. Das ist das Rezept, das ist die Idee. Beide Zutaten, Brokkoli wie auch den Skrei bzw. den Kabeljau, einfach in Anführungsstrichen zu dämpfen. Ja, ihr kennt das ja schon aus den vorangegangenen Videos aus dieser Serie, die wir euch übrigens in einer Playlist zusammengefasst haben und über die Infokarte verlinken, dass wir einmal automatisch kochen mit dem Xpo und zum anderen der Carsten ganz traditionell. Und dafür hat er natürlich auch hier seinen Dampfgarer mitgebracht. Genau, ich habe also analogen mein Team mitgebracht. Kann ich händisch tragen. Das ist ein klassischer Dampfgarer, ein Modell aus einem relativ festen Boden. Also ein klassischer Bräter, den kann man auch zum Schmoren, zum Braten, zum Backen verwenden. In dem Fall mit dem Siebeinsatz passend hier rein und einem relativ schweren Deckel mit einem Gummiring, der ziemlich hermetisch das Ganze abdeckt und dämpft. Als kleiner, kleine Raffinesse ist ein Thermometer noch mit dabei. Das kann man nutzen, kann man die Temperatur unterschiedlich steuern. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir klassisch dämpfen. Das bedeutet, ich werde eine Flüssigkeit hier unten herstellen bzw. reingeben. Im einfachsten Fall ist das Wasser. Wir machen es heute ein kleines bisschen mit einer gewissen Raffinesse. Da kommen noch ein paar Gewürze mit dazu. Und dann wird der Brokkoli ganz normal gedämpft. Das ist wieder typisch Carsten, wie in den anderen Videos auch schon. Er manuell verfeinert das Ganze immer. Und ja, ich im automatischen Gerät. Du musst dich an die Rezeptur halten. Muss mich natürlich da voll dran halten, wie das Gerät das vorgibt. Genau. Darf nie eingreifen, darf nie verfeinern. Das ist natürlich immer dein Vorteil. Der ein oder andere mag das, wenn er sich an Rezepturen hält. Aber wir sind echt gespannt, wie am Ende das Ergebnis sein wird. Das Schöne ist ja, dass bis dato ja wirklich ich als wirklich Laie
ähnliche Ergebnisse erzielt habe, wie du als gelernter Koch. Hast du bis jetzt erstellt. Also im letzten Video habe ich ein bisschen gestichelt, das kriege ich jetzt alles wieder, okay? Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal ganz an. Ganz genau. Ja? Wir fangen ganz, ganz einfach und banal, fangen wir an, indem wir unseren frischen Brokkoli einfach putzen. Putzen, das bedeutet, dass wir die Stiele etwas abschälen. Stiel und Blüte wird bei dem Rezept mitverwendet. Jawohl, Robert, du machst das wunderbar. Ich fange schon mal an. Fang einfach an. Ich bin jetzt ein bisschen eingeschnappt. Genießbare Sachen hast du hier produziert. Also ich fand schon, dass wir schon auf Augenhöhe waren, was ich mir so nicht gedacht hatte. Ganz Im Übrigen, wir haben bis jetzt ja immer nur mit dem Bohrer gekocht. Wir werden auch in zukünftigen Videos dann verschiedene Dampfbacköfen gegeneinander kochen lassen. Da bist du natürlich auch wieder ganz herzlich eingeladen. Gerne. Um natürlich dann die Unterschiede herauszuarbeiten. Ja. Und zum anderen werden wir dann natürlich auch das Format, so wie wir es jetzt gemacht haben, dass wir traditionell gegen maschinell kochen, natürlich auch mit den anderen Geräten dann durchführen und uns dort an die Geräte halten, was die uns anbieten an Rezepten. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne schon mal über das Gutzmann-Küchen-Logo unseren Kanal kostenfrei abonnieren. Und wenn euch die Videos helfen bei der Auswahl eurer Technik für eure Küche oder halt eben ihr den einen oder anderen Tipp vom Carsten bekommt für eure Hobbys, die ihr dann in der Küche ausübt, dann dürft ihr natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. So, Carsten ist bestimmt schon wieder deutlich weiter als ich hier. Das spielt in dem Fall eigentlich kein Problem. Der Brokkoli wird in relativ grobe Stücke zerteilt. Der Stiel ganz genauso. Ich gebe es erstmal in eine Schüssel. Normalerweise. Jetzt kommt schon wieder der erste Tipp, oder? Ein kleiner Tipp, ganz genau. Den Brokkoli ganz normal in den Dampfeinsatz geben und er wird natürlich sozusagen ohne Gewürz gedämpft. Man kann aber auch einen kleinen Trick anwenden, um dem Brokkoli schon ein kleines bisschen Geschmack zu geben, indem man einen kleinen Schluck Olivenöl auf den Brokkoli gibt. Es muss gar nicht viel sein, so dass es sich leicht ein bisschen benetzt und den Brokkoli mit Salz, ich habe hier in dem Fall das Fleur de Sel, leicht salzt. Durch das Öl klebt das Salz. Weil es würde ja sonst verschwinden. Sonst fällt es direkt nach unten. Durch das Öl klebt das Salz am Brokkoli. Und das ist ja bestimmt wieder so ein Ding, was ich nicht machen darf. Ziemlich sicher wirst du den Brokkoli ganz einfach nur in dein Gerät geben. Aber das ist auch natürlich vollkommen in Ordnung, weil es ist einfach puristisch. Das Dämpfen an sich ist eine sehr puristische Garmachungsart. Wir erhalten eigentlich den ursprünglichen Geschmack des Produktes. Wir geben gar keine größeren Gewürze jetzt in dem Fall dazu. Die Aromen werden definitiv bleiben erhalten, werden auch verstärkt dadurch. Und die Inhaltsstoffe bleiben durch das Dämpfen natürlich noch mehr erhalten, wie durch das Kochen oder durch das Braten, durch das Schmoren. Dämpfen ist ein bisschen, finde ich, eine unterschätzte Garmachungsart. Meinst du? Also mittlerweile denke ich, dass auch aus unserer Erfahrung her, aus der Küchenplanung her, klar, gibt Leute, für die das halt Neuland ist, keine Frage. Genau. Aber es gibt halt auch unzählige, die natürlich schon über Jahre dämpfen. So, mein Brokkoli habe ich vorbereitet. Jetzt gehen wir an den Expo. Natürlich kennt ihr schon, wir gehen auf die Automatikprogramme. Gemüse, dann haben wir den Brokkoli. Im Rezept steht, der Brokkoli soll weich sein, weil der wird ja püriert. Also gehen wir von bissfest nicht auf hart, sondern auf weich. 12 Minuten Garzeit. Dann haben wir immer noch den Profi-Tipp. So, Edelstahlbehälter gelocht, haben wir schon vorbereitet. Dann geht das Ganze in den Ofen.
So, Ofen zu und Play-Taste. So, und Carsten, bei dir? Genau, bei mir sieht es folgendermaßen aus. Wir haben gesagt, wir stellen ein Gericht her mit einem gedämpften Fisch und dem Brokkoli-Püree. Was dabei nicht entsteht, ist eine Soße. Man kann jetzt den Brokkoli ganz normal dämpfen über dem Wasserbad. Man kann natürlich auch sagen, ich erzeuge ein Dampfaroma mit Wasser und mit verschiedenen Gewürzen und kann aus dem Sud, der dann entsteht, also das Dampfwasser, was im Dampfgarer drin ist, daraus könnte ich dann mit einer gewissen Kochfinesse oder auch mit einem anderen Rezept, könnte ich mir, weil ich erzeuge ja einen Sud, einen Gewürzsud, könnte ich eine Soße zum Fisch machen. Mhm. Das ist jetzt so ein kleiner Hinweis noch, was man machen kann. Variante 1, ganz einfach, ich nehme Wasser und fülle, ja, das sowieso erst und fülle Wasser rein, ganz genau. Und die etwas aufwendigere Variante, dass ich mir gewisse Gewürze, die zum Fisch oder in dem Fall zu dem Rezept passen, noch mit verwende. Packst du da auch Limette rein? Weil es kommt ja Limette da ganz in das Püree sowieso rein. Ganz genau. Also, ich nehme etwas Limette. Ein Stückchen. Da kann ich ja dann nachwürzen. Ganz genau. Schalte jetzt schon mal ein und nehme, in dem Fall habe ich etwas wilden Fenchel. Ein wunderbares Aroma. Schön mediterran, passt wunderbar auch zum Fisch. Limettenblätter. Nur Limette reicht ja nicht, ist klar. Etwas Limettenblätter, etwas Salz. Der Dampf darf gewürzig sein, der darf auch etwas salzig sein. Etwas Knoblauch. Zwiebel, oder in dem Fall haben wir wieder unsere Schalotte verwendet. Und etwas frischen Fenchel. Ich erzeuge also einen Gewürzdampf. Letztendlich ja, ähnlich wie ein Tee. Das ist nichts anderes. Der Kosten macht mir Angst. Das kann man machen. Das wird, glaube ich, besser schmecken als wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich nehme mal nur den Zitronensaft. Die Schale von der Limette kann in dem Fall auch das Ganze ein bisschen bitter machen. So, also. Das haben wir jetzt hier drin. Man kann hier noch Thymian mit dazu nehmen. Alles Aromen mit ätherischen Ölen. Die zum Rezept passen. Kleiner Schluck Wein. Zum Wohl. Vielen Dank. Der Brokkoli ist drin. Das Wasser wird demnächst anfangen zu dämpfen. Ich mache den Deckel drauf. Ja. Jetzt ist die Frage, wer ist schneller? Also Expo 12 Minuten. 12 Minuten. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also bis jetzt wirst du immer der Schnellere. Ja, das wäre jetzt interessant. Wir dämpfen also erst den Brokkoli und verarbeiten den Brokkoli dann weiter zum Brokkoli-Limettenpüree. Das ist eine relativ einfache Sache. Das Ganze wird, wenn es weich ist, in eine Schüssel gegeben, in ein Gefäß und wird mit flüssiger Butter und Creme fraiche einfach zusammen vermixt und mit Limettensaft, mit Limettenschale, etwas Salz vermixt. Das Ganze ist dann fertig. Carsten, ja, du bist fertig? Ich bin fertig. Mein Brokkoli ist auch. Wunderbar. Ja, für die, die es interessiert, der Bohrer, der kann natürlich auch manuell bedient werden. Und hier beim Brokkoli wäre es mit 90 Grad Temperatur zu arbeiten und 100% Feuchte. So, Brokkoli raus. Brokkoli ist weich. Willst du es mal trotzdem mal sicherheitshalber probieren? Ja. Ja, ist weich. Ja, gut. Im Vergleich zu deinem? Ja, ich glaube, meiner ist noch ein Tick weicher. Der ist sozusagen fast kurz vorm Zerfallen. Ja, der ist weich. Die Stiele sind etwas fester in der Konsistenz. Die Farbe ist wunderbar erhalten. Im Unterschied zum Kochen im Wasser, wo man das Gemüse, das vor allen Dingen das grüne Gemüse ja abschreckt, blanchiert, ist das in dem Fall nicht nötig. Im Rezept, was wir jetzt zubereiten, diese Brokkoli-Limetten-Creme-Mousse, nehmen wir den Brokkoli jetzt anschließend aus dem Dämpfer raus. Ich mache das mal wieder für uns beide zusammen. Genau. Und packen wir meinen noch mit dazu? Naja, wird knapp vom Gefäß her. Lass mal, alles gut. So. Dann eben nicht. Genau. Ich wollte euch jetzt bloß noch mal kurz zeigen, wie es unter dem Siebeinsatz aussieht. Also, ja, das Gemüse
die Aromen sind leicht gegart. Ich probiere das gerne mal. Der Sud schmeckt leicht süß-säuerlich. Der Wein ist dran, etwas Zucker ist dran, Salz ist dran, schön kräftig. Im Grunde genommen ist das Prinzip, wie wenn ich einen Fisch fange. Also man könnte theoretisch sogar unten rein ein paar Fischkarkassen, Fischgräten machen. Dann erzeugt man innerhalb von kürzester Zeit, der Brokkoli hat keine 4 Minuten gebraucht, um weich zu sein, erzeugt man eine wunderbare Fischgemüsebrühe. Ich könnte das jetzt, wenn ich eine Soße kochen will, durch ein Sieb gießen, mache einen Schluck Sahne ran, vielleicht noch etwas Safran, koche und habe eine leichte Fischsoße. Also das als kleiner Tipp von mir sozusagen als Koch, wie man auf schnelle Art und Weise eine wohlschmeckende Brühe zum Fisch oder letztendlich geht es ja auch mit Fleisch herstellen kann. Genau. Wir bleiben dabei, wir lassen das Ganze hier drin, geben noch einen kleinen Schluck Wasser dazu. Beim Dämpfen geht natürlich auch immer ein bisschen Feuchtigkeit verloren. Mhm. Ich mache den Siebeinsatz wieder drauf. Wenn ich mein oder unser Brokkoli-Püree dann fertig ist, ich bitte darum, gebe ich einfach den Kabeljau in den Dampfeinsatz und dämpfe ihn. Lässt aber die Sud jetzt drin? Ich lasse den Sud komplett drin. Das ist mein Dampfwasser. Okay. Ne? Genau. Also Deckel oben drauf und jetzt stellen wir das Püree her. Du sagst mir, was jetzt hier reinkommt. Laut Rezeptur. Ich sag dir, was da reinkommt. Genau. Also auf alle Fälle Brokkoli. Brokkoli haben wir schon mal. Wir geben zu, es sind ganz einfach banale Zutaten. Und zwar Sahne. Robert, du gibst mir noch die Butter rein im Rezept. Ja, Butter ist wichtig. Ja. Gute Butter rein. Für den Geschmack. Wie viel? Kleines bisschen noch. Bei dir ist ein bisschen immer stopp, mehr. Stopp, genau. So, als kleiner Tipp noch, man kann das Ganze auch mit Olivenöl machen und zum Schluss etwas geriebenen Parmesan mit reinmachen. Auch das geht, auch das ist möglich. Also Parmesan machen wir rein. Wir machen etwas Parmesan rein. Genau. Das ist wichtig. Soll ich reiben? Hier, genau. Du reibst einfach mal auf die Fläche etwas Parmesan. Genau, das reicht schon. Genau. Den zum Schluss mit rein. Dadurch kriegen wir noch mal so ein bisschen eine schöne, kräftige Textur. So. Das sieht so sehr spannend aus. Ja, am Anfang haben wir duften tut das einen Brokkoli verwendet. Hier dran ist jetzt, wie gesagt, ein Brokkoli komplett mit Stiel. Ungefähr 50 Gramm Parmesan, 50 Gramm flüssige Butter und ungefähr 150 Gramm Creme Fraiche, Salz und etwas Pfeffer. Und das ist das. Und die Limette, selbstverständlich, mit Abrieb. Das ist das ganze Geheimnis dieses Brokkoli-Limettenpürees. Ein wunderbares Rezept. Also wenn das nur halb so gut schmeckt, wie es riecht, bin ich begeistert. Tja, probieren wir. Bitte schön. Ich habe einen Vorteil euch gegenüber. Ich darf kosten. Also ich habe jetzt noch nicht probiert, ich habe das jetzt einfach so nach Gefühl gemacht. So, was denkst du? Also Brokkoli kommt natürlich ja voll du könntest im Geschmack mit zur Limette noch. Die Limette ist da und der Parmesan sticht durch im Nachgang. Ja, okay. Also sehr, sehr angenehm. Ja, probier. Ja. Gut erklärt. Wunderbar. Also super, also ich finde das begeistert von dem Rezept. Das ist ganz klasse. Bin kein schnell. Koch, aber verkosten, das kann ich. Okay, nächster Schritt. Robert, wie geht's weiter? Nächster Schritt wäre natürlich unser Fisch. Ganz weil genau. Das Püree ist fertig. Das Püree ist fertig. Und das ging jetzt ja auch richtig zackig, ne? Ganz genau. Püree stellen wir zur Seite. Wir nehmen den Fisch. Du heizst den Bohrer vor. Ich starte mein Fischprogramm. Ich gehe wieder Automatik. Dann haben wir natürlich Fisch und Meeresfrüchte. Fisch. Und hier haben wir unseren Kabeljau glasiert. Gucken wir noch mal kurz hier rein. Miso-Paste, das haben wir alles vorbereitet. Perfekt. Universalblech brauchen wir jetzt hier. Das ist ja hochinteressant. Ich hätte jetzt gedacht, wenn du dämpfst, dämpfen wir auch. Aber wir nehmen das Universalblech. Genau. Ich würde dir den Kabeljau vorbereiten. Da gehört, das ist kein großes Kunstwerk. Wir nehmen
den Fisch und portionieren uns den in ja, entsprechende Stücke. Ich denke, das passt so. Ungefähr 120 Gramm. Mit Haut, komplett erstmal ohne Salz, ohne Gewürz. Du nimmst den Fisch und gibst oben auf die Miso-Paste. Ich mache das Gleiche. Auf die Haut? Oder? Auf die Haut. Einfach auf die Haut die Miso-Paste. Kleiner Klecks. Das ist wie so eine Art Pesto, wie eine Art Gewürzpaste. Ganz genau. Und ich mache das Gleiche mit meinem Fisch. Ja, ich packe jetzt den Fisch in den X-Bow. So, mittlere Einschubebene. Und ich hatte ja geschaut, was wir, wenn wir es manuell machen würden, für eine Einstellung haben. Manuell würden wir hier einstellen 190 Grad Temperatur und 100% Feuchte. Also eine sehr interessante Kombination. Ich persönlich bin total gespannt, ja, was wir für ein Ergebnis haben. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ja, ich stelle mir die Frage, warum 100% Feuchtigkeit und 190 Grad? Also das ist interessant, warum der Hersteller dem Gerät diese Vorgabe für die Fischzubereitung gibt. Also sehr ja, interessant. Lass uns einfach mal überraschen. Genau, weil ich dämpfe die Frage nehme ich gerade nicht mal an. Ich dämpfe meinen Fisch, wie vorher erklärt, in dem Dampfgarer. Die Feuchtigkeit, der 100 Grad hat. Der hat 100 Grad. In dem Fall, ich kann es auch noch weiter runter regulieren, zwischen 70 und 100 Grad. Wir haben jetzt aktuell 100 Grad. Hm. Ich gehe noch ein Stück weit runter und gebe meinen Kabeljau, analog zu deinem, in das Sieb. Ich lege ihn auf Pergamentpapier. Manchmal hängt es ein bisschen am Blech an und gare. Bin gespannt, wie lange der Fisch jetzt braucht. Muss natürlich aufpassen. Also hier also ich bin 8 Minuten und kann mich dir 8 Minuten ist, kann mich dir widmen. Ist die Welt in Ordnung. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber geht schon gut los bei dir. Genau. Zieht sich langsam so ein bisschen zusammen, erhöht den Druck. Durch den Dampf erhöht sich der Druck im Fisch auch. Und wir haben uns gedacht, damit das Gericht nicht nur aus Brokkoli-Limettenpüree besteht und aus Fisch, machen wir noch etwas grünen Spargel dazu und die eine oder andere Zutat zusätzlich. Ich habe festgestellt, oder mein Fisch ist soweit fertig. Robert Steiner braucht noch 4 Minuten. 3 Minuten 6. Das Dämpfen klassisch im Dampfkocher geht natürlich schneller jetzt wie im Bora. Genau, ich nehme meinen Fisch raus. Von außen fest. Ich spüre aber, dass es in der Mitte noch leicht weich ist. Nehme den jetzt erstmal raus. Aber er sieht schon sehr gut aus. Sieht wunderbar aus. Ganz kurzer Blick noch in die Flüssigkeit. Genau, die man jetzt ganz normal durch ein Sieb gießen kann und wie besprochen verfeinern kann zu einer schönen Soße. Ist schon am Anrichten? Genau, ich fange schon mal an anzurichten. Ich öffne jetzt mal den Fisch, um die Konsistenz oder auch die Textur ein bisschen mir anzuschauen. Also das ist jetzt der Fisch aus meinem Dampfgarer. Wunderbar saftig, leicht, eine leichte rosa Spur noch, eine leichte, leicht glasig noch. Ja, gibt es gar nichts dran auszusetzen. Über Geschmack haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen, aber also außer das Püree. Aber der Fisch ist wunderbar gelungen, war ungefähr 3,5 bis 4 Minuten im Dampf. So, das gleiche Prinzip beim Fisch aus dem Bora. Da ist jetzt schon festzustellen, dass er einen Tick weiter gegart ist. Das heißt natürlich nicht, dass er trocken ist, aber er ist einfach weiter gegart. Er hat weniger die Glasigkeit. Er ist trotzdem saftig, aber er ist in der Textur fester. Also er ist etwas fester. Zusammenfassend. Der Brokkoli war natürlich beim Karsten händisch viel schneller, hatte auch natürlich aufgrund der kürzeren Garzeit noch mehr Farbe. Geschmacklich waren sie identisch, waren beide weich. Beim Fisch, Karsten mit seiner Erfahrung den Fisch auf den Punkt rausgeholt, noch leicht glasig, beim Fisch aus dem Bora durchgegart. Optisch natürlich hier zum Gericht passend, geschmacklich sind sie beide gleich.
Ich finde, beim Bohrer hat der Misopaste und der Haut die höhere Temperatur gut getan. Und natürlich beim Anrichten war mehr Masse da. Und wir empfehlen euch unsere anderen Videos. Die findet ihr über den Link. Natürlich auch zu diesem Thema. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss. Ciao, ciao. Euer Robert. Euer Carsten.